Sicher habt ihr die kurzfristig angekündigte Arms Direct gesehen, die am 18.05. ausgestrahlt wurde. Dennoch hier die wichtigsten Punkte schnell zusammengefasst, wobei ich hier jetzt nicht auf die Eigenschaften der einzelnen Charaktere und auch nicht die Spielmodi eingehen werde, denn das würde den Rahmen deutlich sprengen. Wer die Direct verpasst hat und nachgucken möchte, Link in der Beschreibung. Kid Cobra, Twintel und Biden Bark wurden als neue Charaktere enthüllt. Uns wurden kostenlose Updates zugesichert. Nintendo wird Arms nach dem Release mit neuen Kämpfern, neuen Stages und neuen Arms versorgen. Ein Global Test Punch wurde, ähnlich wie die Demo von Splatoon, angekündigt. An folgenden Daten kann gespielt werden: 26. Mai um 2 Uhr nachts sowie um 14 Uhr und um 20 Uhr. Am 27. Mai um 2 Uhr nachts. Am 2. Juni um 2 Uhr nachts, 14 Uhr und 20 Uhr und am 3. Juni um 2 Uhr nachts. Läuft, beste Zeiten für Europa, würde ich mal sagen, ne? Die verfügbaren Chars in dieser Demo sind Springman, Ribbon Girl, Ninjara, Master Mummy, Min Min, Mechanica und Helix. Welche Modi spielbar sind, das ist noch nicht bekannt, aber ich denke mal, der ganz normale Standardkampf wird verfügbar sein und vielleicht noch das ein oder andere Minispiel, Volleyball oder Basketball. Mal gucken! Der Grand Prix Mode, in dem man mehrere Gegner hintereinander bekämpfen muss und am Ende noch einen großen Boss bezwingen muss, wird 7 verschiedene Schwierigkeitsstufen besitzen. Außerdem muss man mindestens die 4. Stufe geschafft haben, um das Ranked Battle freizuschalten. Auf diese Weise soll gesichert werden, dass keine Noobs ins Ranked Battle stolpern. Das erwähne ich hier jetzt extra noch. Gesondert, weil das nicht in der Direct erwähnt wurde, sondern erst im Nachhinein herauskam. Genauso wie die technischen Daten. Arms läuft super flüssig im Solo-Modus in 1080p und 60 FPS. Im Zwei-Spieler-Splitscreen immerhin noch in 900p und 60 FPS. Nur mit 3 und 4 Spielern muss man sich mit 900p und 30 FPS begnügen. Aber ich würde mal sagen, zumindest ein und zwei Spieler laufen auf der kleinen, in Anführungsstrichen, schwachen Switch wirklich richtig gut. Und ja, das Spiel performt auf alle Fälle, wie sich's von dem Game direkt von Nintendo auch gehört, richtig, richtig nice. Im Anschluss an die Arms Direct wurde noch ein Splatoon 2 Trailer gezeigt, welcher die Kampagne vorstellt. Limone scheint dem Spieler hierbei zu helfen. Wo ihre Schwester ist, das weiß man nicht. Der Trailer ist ziemlich gut geworden und lässt auf eine bessere Kampagne als in Splatoon 1 für Wii U hoffen. Thank you.
Neue Gehilfen oder Waffen der Octarianer sind die großen Bowlingkugeln und Zeppeline. Auf Twitter wurde zudem verkündet, dass Artie den Spieler in der Kampagne mit weiteren Waffen ausrüstet und man nicht wie in Splatoon 1 mit einer Standardwaffe alles erledigen muss. Ganz am Ende haut Nintendo nochmal ordentlich auf den Putz und kündigte das erste offizielle Switch-Bundle an. Switch und Splatoon 2. Doch damit nicht genug. Zusätzlich erscheinen Joy-Con, ein Pro-Controller und eine Switch-Schutztasche im Splatoon 2 Design. Damit sollte Nintendo die Herrschaft über Japan erlangt haben und einen Batzen Kohle für einen 20. Geldspeicher ebenso. Sieht aber auch ganz geil aus, muss man wirklich sagen. Besonders der Pro-Controller. Allerdings ist der durch das exklusive Design leider auch um die 10 Euro teurer als normal. Alle Links in der Beschreibung. Die NPD Group gibt die Switch und Mario Kart 8 Deluxe-Zahlen des Monats April für Amerika heraus. Auch hier belegt die Switch mit 280.000 Verkäufen den ersten Platz der Hardware-Charts. Mit 550.000 verkauften Einheiten in den ersten beiden Tagen brach Mario Kart 8 Deluxe, wie bereits bekannt, einen Rekord. Die Famitsu liefert neue Scans zu den 3DS-Spielen Hey Pikmin und Ever Oasis. Gönnt euch! Destiny 2 wurde in der vergangenen Woche bestätigt, wird jedoch nicht für Nintendo Switch erscheinen. Bungie erklärte, dass der Grund hierfür das Spiel selbst und nicht die Konsole ist, die einige der Mitarbeiter des Studios sogar selbst besitzen und lieben. Destiny 2 ist ein reines Online-Spiel und sei daher nicht für eine teils mobile Konsole geeignet. Ja, immerhin sind sie ehrlich, also passt schon. Dafür könnte Call of Duty World War 2 für Switch kommen. Auf der offiziellen COD-Seite kann man nun nämlich plötzlich seinen Nintendo-Account verlinken. Schon sehr wahrscheinlich, dass uns spätestens zur E3 eine COD-Ankündigung für die Switch erwartet. Der fehlende dritte Held für Sonic Forces wurde vorgestellt. Es ist ein individuell anpassbarer Char. Etwas ungewöhnlich für das Genre und speziell das Sonic-Franchise, aber man möchte hier wohl neue Wege gehen. Was haltet ihr von der Tatsache? Ein paar Rahmenbedingungen, wie sich für eine Tierart entscheiden, muss man als Spieler dann aber doch befolgen. Dafür hat jede Tierart ihre eigenen Vorzüge. Der Wolf sammelt automatisch Ringe in der Nähe ein. Der Hase ist länger unverwundbar, nachdem er einmal kassiert hat. Die Katze behält einen Ring, nachdem man getroffen wurde. Der Hund startet wieder mit 5 Ringen, wenn man abkratzt. Der Bär kann einen Gegner mit einem zielsuchenden Angriff killen. Der Vogel kann durch Doppelsprung hochfliegen. Und der Igel sammelt Ringe, sobald man Schaden genommen hat. Mario Kart 8 bekam ein Update auf die Version 1.1 und damit einige Änderungen aufgebrummt. Die kurioseste, eine Animation des Inkling-Mädchens, welche in einigen Ländern als offensive Andeutung des Mittelfingers interpretiert werden konnte, wurde verharmlost. Hier zwei Vergleichsbilder, alt und neu. Weiterhin wurde die Mimik der Mii-Karas optimiert, die Turnieruhr zeigt nun die reale Uhrzeit an. Die Startposition der Fahrer in Online-Matches entspricht nun der Reihenfolge, in der sie hinzugestoßen sind. Man kann die Namen der Fahrer nun im Rückspiegel sehen. Die Zeit der Unverwundbarkeit in Online-Rennen wurde stark erhöht, also nach einem Treffer. Spiegel und 200er Hubraum kommen nun seltener dran. Ein Bug, der verhinderte Freundesräume erstellen zu können, wenn man über 100 Freunde hatte, wurde gefixt. Also
hatte ich nicht, weil ich habe ja nur einen Freund. Spaß. Und bis zu 2 Spieler können nun einer befreundeten Gruppe zuschauen, während sie darauf warten, selbst mitspielen zu können. Fire Emblem Echoes ist erschienen und für Leute, die keine Ahnung haben, worum es da geht, hat Nintendo einen Launch-Trailer bereitgestellt, der das alles so ein bisschen erklären soll. Link in der Beschreibung. Ebenso wie der Trailer zum stark umstrittenen Season Pass. Joa, das war's für heute. Liken und abonnieren wäre top. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.